Gucke, Mädels, hallo. Macht einfach so gut, wie es geht mit. Wichtig ist es, dass ihr eure Training habt. Ich versuche ein bisschen lauter zu reden, damit ich das da ein bisschen überspiele. Musik läuft auch schon. Also ihr dürft ja schon mal sitzen bleiben auf eure Matten. Wir gehen nachher hoch, am Ende wieder. Genau. Hört ihr das? Also bei mir ist wahnsinnig laut. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Also einen schönen, bequemen Schneidersitz, so wie für euch einfach euren Körper ermöglicht. Eure Pobacken ein bisschen mehr rausziehen, gerade Rücken. Das nervt so brutal. Okay, Schulter locker lassen. Zieht euch nach oben. Und atmet schon mal tief durch die Nase ein und aus. Schulter nach hinten kreisen. Hört man das bei euch? Ich glaube schon, das kann man nicht überhören. Von hier aus nehmen wir Arme nach oben, strecken wir sie nach oben und zieh dich nach oben nochmal. Geh jetzt auf die Seite, nimm einen Arm auf den Boden, auf der andere Arm über den Kopf und komm wieder in die Mitte mit beiden Armen. Andere Seite, Arm auf den Boden legen und geh mit deinem Arm, schau, dass der über deinen Kopf ist und nicht so sehr nach vorne. Und wieder in die Mitte und wieder nach oben. Streck dich noch einmal nach oben, Schulter locker lassen und geh nach vorne. Streck dich nach vorne raus, Kopf runter. Roll wieder Wirbel auf Wirbel nach oben, kreis wieder mit deinen Schultern nach hinten. Meine Hände sind gewaschen, zieh hier sie nicht zu, sonst sind sie wieder hier. Ich wasche sie ja so selten, nein. Und nochmal, Seite. Und Mitte. Andere Seite. Streck dich schön, Knie bleiben locker. Und wieder Mitte. Atme ein, Arme nach oben nehmen. Und geh wieder nach unten mit deinen Armen nach unten, Kopf runter. Roll wieder nach oben, Wirbel auf Wirbel. Jetzt legen wir schon mal los. Ich weiß nicht, was ihr schreibt. Ich gucke nachher, okay? Ihr sitzt ja natürlich so auf eurer Matte, gehe ich davon aus. Nehmt ihr beide Hände, geht ihr nach vorne und legt ihr euch auf eure Matten schön langsam hin. Wir fangen so an und dann kommen wir irgendwann hoch. Beide Füße mattenbreit geöffnet, bitte. Genau, schön lange Zehen. Beide Arme neben eurem Körper. So, dass die Ellenbogen schön liegen auf die Matte, mattenbreit. Hände ungefähr aufs Gesichthöhe, Kopf nach unten. Spann jetzt dein Bauch an, schieb dein Schambein in den Boden rein. Bauch einziehen und heb dich leicht von dem Boden weg. Arme dieses Mal bleiben noch auf dem Boden, Entschuldigung, und drück die Arme in den Boden. Bauch einziehen und geh langsam wieder nach unten. Nochmal, atme ein, Bauch einziehen, schieb dein Schambein in den Boden, drück deine Arme in den Boden, atme bewusst den Boden drücken. Langen Hals, wie wenn dich jemand von dem Kopf nach oben zieht und geh langsam wieder nach unten. Atme fließend weiter, nochmal. Schulter weg von dem Boden, bitte. Drück deine Arme in den Boden, Handfläche in den Boden drücken, halten, langsam wieder nach unten gehen. Noch zweimal, ich schreie das hier, damit die Klopfer man nicht so hört. Hoch, 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 drück. Ellenbogen in den Boden drücken, Arme in den Boden, geh wieder nach unten. Und letztes Mal, komm, Beine bleiben ruhig, Bauch einziehen, drück, 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 halten. Langsam wieder nach unten gehen. Kurz lockern. Hüfte wackeln. Hüfte hin und her schaukeln. Schulter locker lassen. Gleiche Übung, bisschen anders. Beide Hände nehmen euren Körper. Nicht so, nicht 90 Grad, sondern eng in einem Bogen. Beide Füße bleiben immer noch mattenbreit. Schambein in den Boden schieben, Bauch einziehen. Blick nach unten und jetzt heb dich von dem Boden weg, Arme auf weg vom Boden. Gehe langsam wieder nach unten. Nochmal, anheben,
Arme weg vom Boden, zieh deine Ellenbogen eng nach hinten. Langsam wieder nach unten. Noch zweimal. Anheben, halten, halten. Langsam wieder nach unten. Letztes Mal. Anheben, Schulter weg von den Ohren. Und jetzt. Streck deine Arme hinten dran. Hinten rausstrecken. Beugen. Wieder ablegen. Nochmal. Arme anheben. Strecken. Eng, 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 eng. Wieder zurückholen. Ablegen. Noch dreimal. Anheben. Nach hinten ziehen. Strecken, strecken. Wieder zurück. Und wieder ab. Noch zweimal. Komm, Edith. Anheben. Strecken. Wieder zurück. Und ab. Letztes Mal. Anheben. Strecken. Wieder zurück. Und absetzen. Lösen. Oh. Spürt ihr das auch, Mädels? Also Wahnsinn. Ich finde auch in dem ganzen Arm spürt man das, wenn man sich streckt. Und untere Rücken sowieso. Also brutal. Weiter geht's. Da sind wir noch nicht fertig. Bauch einziehen. Schambein in den Boden drücken. Beine bleiben locker. Jetzt strecken wir die Arme nach hinten raus. Handfläche nach oben geöffnet. Heb deinen Oberkörper nach oben und jetzt zieh deinen Arm ganz nach hinten. Zieh, 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 zieh. Langsam wieder nach unten gehen. Nochmal anheben. Zieh, 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 zieh. Arm strecken und ganz eng die Arme. Und wieder ab. Nochmal anheben. Arme eng, 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 eng. Eng halten, Ladies. Langsam wieder nach unten. Noch dreimal. Anheben, eng. Zieh deine Arme, wie wenn ich deine Arme von deinen Armen jemand nach hinten zieht. Und ab. Noch zweimal, komm. Körperspannung, Ladies. Arbeiten. Halten, halten. Langsam wieder ab. Und letztes Mal. Anheben, anheben. Halten, Arme, halten, eng, eng, eng und langsam wieder locker. Oh mein Gott! Spürt ihr? Das hier und die, wo gestern noch mit uns mitgemacht haben, natürlich haben sie auch noch ein bisschen Muskelkater, glaube ich, von gestern, vom Klaus. Ihr bleibt so, wie ihr seid. Ihr legt beide Hände dieses Mal neben eurem Brustkorb. Die Beine bleiben so, wie sie sind. Jetzt nehmt ihr nur die Füße und kreuzt sie. Oder zueinander. Das ist egal. Die Knie bleiben, wo sie sind. Also schaut nochmal. Füße lagen so. Jetzt nehmen wir die Füße zueinander oder überkreuz. Beide Hände neben deinem Brustkorb und schieb dich einfach nach oben. Bauch einziehen. Blick nach unten. Jetzt schön langsam Liegestütze. So weit, wie es geht. Und nach unten gehen. Runter. Und jetzt schieb dich wieder hoch auf deine Knie. Schieb dich wieder hoch. Ellenbogen eng. Schieb dich wieder hoch. Halten, Bauch einziehen, Ladies. Langsam wieder nach unten. Langsam, langsam. Und ganz runter gehen. Und nochmal. Schieb dich hoch. Hoch, 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 hoch. Nochmal. Langsam nach unten, Bauch einziehen. Langsam runter, 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 runter. Sehr gut. Absetzen, lösen. Bauch fest nochmal. Schieb dich hoch. Hoch, 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 hoch. Halten. Langsam wieder nach unten. Langsam. Sehr gut. Und das noch zweimal. Und langsam wieder hoch. Hoch. Halten. Bauchspannung. Langsam wieder nach unten. Ellenbogen eng. Sehr gut. Und noch einmal. Kommt. Hochschieben und langsam wieder absetzen. Ab, 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 ab. Oh, und lösen. Oh mein Gott. Schiebt euch hoch. Macht euch kurz lang und locker. Puh. Von hier aus
gehen wir mit den Handflächen auch nochmal und nehmen ungefähr auf eure Brustkorbhöhe. Dieses Mal die Füße nehmen wir fast so wie auf dem Vierfüßler. Ich muss mich auch selber kontrollieren. Sehr gut. Bauch einziehen und jetzt geht mit dem Ellenbogen nach außen. Blick nach unten, sobald es geht nach unten. Und schieb dich wieder hoch. Nochmal. Bauch fest, geh mit deinem Oberkörper runter. Und schieb dich wieder hoch. Nochmal, Bauch einziehen und nochmal. Runter, 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 runter. Schieb dich runter. Und wieder hoch. Bauch fest. Zieh deinen unteren Bauch richtig fest ein. Komplett. Nach unten gehen. Runter. Und wieder hoch. Noch dreimal. Bauchspannung. Komplett. Und hoch. Noch zweimal. Komm, komm, komm. Langsam. Umso langsamer ihr arbeitet, umso intensiver ist das. Und noch einmal. Komm, Bauchspannung in den Oberkörper nach unten gehen. Und hoch. Und wieder lösen. Und lockern. Puh. Ich muss mich mein Kopf ein bisschen hochkommen wegen meinem Kreislauf. Und ich kann die Fenster hier jetzt im Moment nicht öffnen, sonst sind sie ja noch lauter. Genau. Geht. Oh, spürt ihr das auch? Den ganzen Rücken, Oberkörper, alles. Das heißt, wir haben jetzt die Liegestütze so gemacht. Wir haben jetzt die Liegestütze auch das ganz runter und wieder hoch. Und jetzt natürlich auch wieder den Winkelmuskeln. Schaut her, jetzt bleibt so, seid ihr in dem Vierfüßler. Bauch einziehen, nicht hängen lassen. Ihr geht jetzt dieses Mal aber mit den Händen weiter vor. So, damit ihr, schaut mal, erst geht mal auf dem Ellenbogen. Ellenbogen soll unter eurem Schulter sein. Beide Hände, Handflächen mit den Daumen, kommen sie aneinander. Also die Daumen berühren sich. Genau. Von hier aus schiebt ihr euch wieder hoch, Bauch fest, Bauch einziehen und langsam wieder ab, nicht ganz absetzen und wieder hoch. Ellenbogen ganz eng, Ladies, und nochmal langsam nach unten gehen und langsam wieder hoch, so dass ihr auch hochkommt. Und nochmal Bauch fest, Ellenbogen eng. Komm, 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 nicht ganz absetzen und wieder hoch. Noch vier, kommt Ladies, Ellenbogen eng, runter und hoch, boah, noch drei Stück, nach unten gehen, Bauch einziehen, Ladies, und hoch, noch zwei Stück, komm, runter gehen, hoch und letztes Mal, komm, 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 runter und hoch, und lang, oh. Gott. Oder hochkommen mit dem Oberkörper. Oh Gott. Habt ihr es bemerkt, die Arme? Ich hoffe, ihr leidet auch nicht nur ich, gell? Und es ist so heiß hier drin. Aber ich glaube, sie haben jetzt mal mit dem Klopfen ein bisschen aufgehört, oder? Klopfen und Rudern haben sie aufgehört. Jetzt gucke ich mal, wer mir da alles schreibt. Genau. Oh, Schatzi, der Klaus schreibt mir. Hast du deine Haare gewaschen? Ja. Habe ich. Endlich, gell? So was. Man hört die Baustelle fast nicht. Oh Gott, dann ist gut. Weil bei mir ist wirklich sehr laut, die Baustelle. Okay, schaut her. Jetzt haben wir es fast geschafft, schon den Kraftteil. Danach nur noch alles drinnen und so. Von hier aus nochmal beide Hände, Stützposition. Bauch einziehen. Füße waren in 90 Grad, also Vierfüßler. Strecke mit einem Bein raus, das andere bitte genau neben dran und halten. Bauch einziehen, Spannung in dem Körper, halten, drück deine Hände in den Boden, halten, halten Mädels, halten, Bauch fest, jetzt Knie absetzen, absetzen, nochmal, anderes Bein erst aufstellen. Aufstellen, halten, 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 halten. Jetzt nochmal. Knie absetzen, absetzen. Und nochmal. Aufstellen, hoch, halten, halten,
halten, halten. Nochmal Knie absetzen, im Wechsel bitte absetzen. Und letztes Mal hoch, hoch, halten, Spannung in dem Körper, Bauch einziehen, halten, halten. Noch vier, noch drei, noch zwei, Knie absetzen, absetzen, lösen. Kreise mit deinen Schultern nach hinten, sehr gut. Und jetzt allerletzte Übung, Kraftübung in den Stützposition, ganz klassisch. Dann haben wir wirklich hier Oberkörper alles trainiert, okay? Beide Hände, Ellenbogen unter eurem Schulter, streckt deine Beine raus. Halten, halten, halten. Nur halten, Ladies, wir machen jetzt nichts, nur halten. Halten. Achte auf deinen Bauch, dass du schön anspannst. Achte darauf, dass du mit deinen Hüften nicht so weit nach unten gehst. Atme. Langsam wird anstrengend. Atmen. Atmen. Bauch fest. Atmen. Atmen. Und noch ein wenig. Komm. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Langsam wieder nach unten und lösen. Puh, kurz locker deine Hüfte und jetzt gehen wir dann auch schon in dem Cobra herabschauende Hund. Einfach ein paar Dehnübungen und dann sind wir auch schon fertig. Sehr schön. Wie viel Uhr haben wir denn überhaupt? Ja, perfekt, sehr gut. Genau, gut geplant. Okay, schaut her. Beide Hände neben dem Brustkorb. Ellenbogen eng. Leg ein Arm 90 Grad, diagonal das Bein, beugen, Kopf ablegen und schieb dich mit deinem Arm Richtung Arm. Das habe ich jetzt gesagt, oder? Schieb dich mit deinem Arm Richtung Arm. Schieb dich mit deinem Arm Richtung offene Ellenbogen und Bein mitnehmen. Das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Dann habe ich jetzt wieder mehr Schmerzen. Langsam wieder zurückkommen, beide Arme neben dran legen und jetzt wechseln. Fuß hoch, Kopf ablegen und jetzt nimm dein Bein und geh Richtung offene Arme. Also ich spüre jetzt richtig natürlich auch durch die Muskelkater noch von gestern, was wir gemacht haben. Hier schön öffnen, den ganzen Beckenbereich, Bauchbereich. Atme weiter fließend. Achte darauf, dass du lange ausatmest. Komm wieder in die Mitte. Beide Hände nehmen deinen Brustkorb, Schulter nach hinten und schieb dich nach oben ins Cobra. Schulter runterdrücken, Arme in den Boden und Kopf nach oben. Langsam wieder nach unten gehen. Stell deine Zehen auf. Schieb dich nach oben in den herabschauenden Hund. Jetzt im Wechsel die Beine bitte Richtung Boden drücken. Im Wechsel. Lass dir Zeit. Ferse Richtung Boden. Anderes Bein. Lass dir Zeit. Achte darauf, dass du deinen Rücken gerade hast. Bauch einziehst. Ich rutsche schon wieder richtig. Von hier aus geh auf deine Knie, mach dich kurz lang. Komm langsam wieder in der Mitte, beide Hände unter deinem Schulter und runde Rücken, Kopf rein. Drück deine Arme in den Boden, Bauch einziehen, Schulter raus. Und jetzt wieder den Kopf nach vorne, Hohlkreuz. Blick nach vorne, Schulter nach hinten und nochmal runde Rücken. Und wieder nach vorne. Von hier aus nehmen wir ein Bein, legen wir es nach vorne ab und wir schieben das andere Bein nach hinten.
geht auf eure Ellenbogen und atmet. Achtet darauf, dass ihr mit den Hüften parallel zu dem Boden bleibt. Atme weiter. Beug dein Knie, komm mit deinem Oberkörper nach oben und nimm dein Bein. So weit wie es geht. Schau zu deinem Bein nach hinten und zieh leicht, so weit dein Bein das zulässt. Langsam wieder absetzen. Nochmal, schieb dich nach oben in den herabschauenden Hund. Kopf rein. Gerade Rücken. Und jetzt geh nochmal auf deinen Vierfüßler, runde Rücken, Kopf rein. Nach vorne schauen, Hohlkreuz, Schulter nach hinten. Und kurz lockern und jetzt nimmt ihr das andere Bein nach vorne und schiebt das andere nach hinten. Genau. Nach hinten ziehen lang, Hüfte parallel zu dem Boden. Und ihr legt euch jetzt wieder auf den Ellenbogen. Auf dem Ellenbogen. Atme weiter fließend. Ihr spürt schon in dem Po-Bereich, Oberschenkelbereich. Achtet darauf, dass ihr locker lässt, dieses Mal die Hüfte einfach locker nach unten fahren. Schiebt euch wieder hoch. Nehmt das Bein von hinten, Arm über den Kopf nach hinten nehmen. Und haltet euch so, dass ihr auch ein bisschen die Dehnung spürt. Schau zu deinem Bein nach hinten. Über den Schulter schauen, Schulter nach hinten ziehen. Halten. Komm wieder in die Mitte. Stell wieder deinen Fuß auf. Nimm das andere dazu. Geh noch einmal in den herabschauenden Hund. Im Wechsel beide Füße Richtung Boden. Geh nochmal mit deinen Händen zu deinen Füßen. Bleib unten mit deinem Kopf. Geh mit deinen beiden Händen auf den Boden. Versuch die ganze Handfläche. Kopf rein. Und möglichst die Beine gerade lassen, so weit wie es geht. Langsam wieder nach oben rollen, Wirbel auf Wirbel. Kreis mit euren Schultern nach hinten. Jetzt nehmen wir ein Bein, legen wir hinter dem Fuß, also den Bein hinter den anderen Bein, genau. Tief einatmen und geh nach unten. Und nochmal spür, dass jetzt allseitig sich mehr dehnt. Roll wieder Wirbel auf Wirbel nach oben. Bleib so. Wir nehmen das Arm nach oben. Und jetzt zieh in die Richtung, dass der schön lange Weg ist, auch das Bein nach hinten und in diese gleiche Seite. Und leichtes Ziehen an den Arm. Komm wieder in die Mitte. Kreisen. Andere Seite. Tief einatmen. Geh wieder nach unten. Kopf rein. Beide Hände auf den Boden legen, Schulter locker lassen, atme weiter fließend und roll wieder nach oben, Wirbel auf Wirbel. Nimm nochmal die Arme nach oben und jetzt in die andere Richtung ziehen. Schulter locker lassen und zieh. Atme weiter und komm wieder in die Mitte. Mittig. Nochmal die Hände nach unten, beide Füße gerade, Kopf rein. Und geh jetzt schön langsam auf die Knie. Und setz dich auf deine Füße hin. Oder wenn es dir unangenehm ist, einfach auf dem, in dem Schneidersitz wieder. Puh, atme kurz durch. Jetzt habt ihr es wirklich gleich geschafft. Arme nach oben ziehen. Und jetzt dehnen wir auch mal ein bisschen die Arme, weil die haben heute mehr getan. Zieh mit deinem Arm den Ellenbogen nach hinten. Gerade Rücken. Atme weiter fließend und wieder öffnen. Andere Seite.
zieh. Ein leichtes Ziehen. Atme weiter fließend. Komm wieder in die Mitte. Nimm deinen Arm nach vorne und zieh leicht Schulter runter, ganz wichtig, und zieh. Wenn ihr nicht mehr so viel spürt, falls ihr gut gedehnt seid, nimm noch mehr von hier, also nicht zu sehr nah von dem, zu dem Schulter, sondern der Weg soll viel länger sein. Nochmal öffnen, andere Seite. Schulter locker lassen, gerade Rücken. Bewusst den Schulter nach unten ziehen und wieder lösen. Nimm deine Arme nach vorne, flex deine Hände vor deinem Gesicht, Schulter nach unten, gerade Rücken und von hier aus öffne schön die Arme. Langsam, langsam. Es zieht in dem Handbereich, es ist ganz, ganz normal. Manche spüren auch viel mehr vielleicht, je nachdem wie ihr gedehnt seid oder was für falsche Haltungen ihr am Tag macht. Deswegen ist das eine sehr, sehr wichtige Übung, gerade für Frauen, die ihre Tasche, ihre Kinder tragen oder ganz viel telefonieren. So. Langsam wieder in der Mitte kommen. Wieder lösen, Handfläche lockern. Sehr gut. Und jetzt den Kopf kurz mal kreisen. Langsam. Schön kreisen in eine Richtung. Bleib jetzt in der Mitte und in die andere Richtung. Schulter lass sie locker. Atme weiter fließend. Von hier aus nehmt ihr die Füße, ihr legt eins nach hinten, eine drüber nach vorne. Ihr wisst ja, wie wir das immer machen. Oberkörper gerade, macht ein bisschen Platz hier, falls euch ein bisschen den Bauchmuskeln im Weg stehen. Umarmt eure Knie, zieht ganz eng an euch dran, an euren Brustkorb dran. Arm über den Kopf nach hinten. Leg hinter deinem Rücken ganze Handfläche und schieb dich nach oben, schau zu deinen Schultern nach hinten. Zieh gleichzeitig dein Bein zu dir. Eine Rotation in den Bauch, Rücken, Dehnung in den Oberschenkel, Po und wieder zurück. Nimm jetzt andersrum deine Beine, das heißt, der eine geht nach hinten, das andere nach vorne, gerade sitzen. Nimm dein Knie nochmal. Muskeln weg, Knie zu deinem Brustkorb, Arm über deinem Kopf und nochmal, drück dich nach oben, zieh dein Knie zu deinem Brustkorb und atme weiter. Noch vier, noch drei, noch zwei und löse. Sehr schön. Von hier aus nochmal in dem Schneidersitz und die letzte Übung beim Aufstehen. Beide Hände nehmen vor euren Körper. Schieb dich nach oben. Und jetzt gleichzeitig auch schon, ich drehe mich nur auf meine Matte. In dem herabschauenden Hund nach oben. Beide Ferse jetzt gleichzeitig Richtung Boden drücken. Bauch einziehen. Und jetzt krabbel mit deinen Händen zu deinen Füßen. Bleib jetzt unten und versuch's mal. Schau mal, ob jetzt doch besser geht, mit der ganzen Handfläche nach unten zu gehen. Ein paar Atemzüge. Noch vier, noch drei, noch zwei. Und roll langsam wieder nach oben. Geschafft, Ladies. Sehr schön. Schönen Tag. Tschüss, Ladies.